In dieser Halle haben viele Menschen ein violettes Halstuch getragen. Das ist auf diesem Kirchentag ein Zeichen für die Angst um den Frieden und ein Zeichen des Protests. Und die gleichen Leute hielten in der Hand so einen Kelch, ein Zeichen ihrer Hoffnung auf Gott. Liebe Zuschauer, vielleicht wissen Sie das schon längst, dass der Glaube und das Leben zusammengehören. Vielleicht aber auch sind Sie sehr skeptisch und meinen, die Sorgen und die Ängste unserer Gegenwart sind eine Sache und der Glaube, dass Gott uns liebt und wir uns vor ihm verantworten müssen, der steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich wollte Sie heute ermutigen, dass Sie einmal versuchen, das zusammenzudenken und sich zu überlegen, was ist, wenn wir Gott und unsere Welt nicht mehr auseinanderdividieren. Ich bin überzeugt davon, dass das gut ist für unsere Zukunft, für den Frieden und für das Leben von uns allen. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun den französisch-englischen Spielfilm Spion zwischen den Fronten. Hauptdarsteller Christopher Plummer hat Romy Schneider, Jul Brynner und Gerd Fröbe als Gegner und Partner bei seinem Versuch, sich während des Zweiten Weltkriegs als Doppelspion von der deutschen Wehrmacht wie vom englischen Geheimdienst anheuern zu lassen. Terence Young hat den Thriller 1966 inszeniert.